Schwarm einschlagen in den Blätterstock. Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf nordbiene.de. Der gestern eingefangene Schwarm, der wird heute eingeschlagen durch Einlaufen lassen in diesen Blätterstock hier. Ich freue mich ganz besonders drauf. Ihr wart dabei, den Schwarm, den haben wir gestern geborgen. Der ist ja von alleine eingezogen in eine versehentlich geöffnete Segeberger Beute. Und ich wollte den Schwarm gestern Abend eigentlich noch einlaufen lassen, weil das Wetter erschien mir da auf jeden Fall besser. Es war aber schon relativ spät und die Bienen, die waren doch sehr aufgebraust, sodass sie tatsächlich die Nacht über wieder hier im Keller verbracht haben. Es gab also wieder eine Kellerhaft, eine Dunkelhaft. Aber nicht 24 Stunden wie üblich, sondern eben nur die Nacht über. Ja, heute haben wir einen Tag später und das Wetter ist überhaupt nicht berauschend. Wir haben hier fast Dauerregen bei 11 Grad. Das ist natürlich nicht schön. Ich habe mir jetzt eine freie Minute ausgesucht anhand der Wetterkarten. Ich bin seit heute Morgen dabei, die Wetterkarten zu studieren. Wann haben wir mal eine regenfreie Pause? Und das scheint jetzt so für eine halbe Stunde zu sein. Die Gefahr ist ja, dass der Bienenschwarm, der konnte sich ja gestern den ganzen Tag hier schon auf die neue Stelle neu einfliegen. Er hat sogar schon ganz massiv Nektar vom Raps geholt. Das konnte ich beobachten und war auch dementsprechend schwer und auch warm und duftend, sodass die Bienen natürlich den neuen Standort sich schon gemerkt haben. Da besteht jetzt die Gefahr, wenn ich die Bienen hier abstoße, dass natürlich etliche 100 Flugbienen auffliegen in der Aufregung und natürlich an ihren ursprünglichen Standort zurückfliegen, sprich zur Segeberger Beute hier ungefähr 7-8 Meter entfernt. Voraussetzung, dass das nicht erfolgt, ist, dass der ursprüngliche Standort ein bisschen anders aussieht. Ich habe alle Segeberger Beuten weggeräumt, alles komplett optisch neu geordnet. Sogar den Boden gefegt heute, sodass die Bienen dort eigentlich nichts von gestern vorfinden. Ist natürlich blöd, dass wir nur 11 Grad haben und dass alles kalt und klamm ist. Denn es kann tatsächlich sein, die Bienen, die fliegen auf, setzen sich dort irgendwo nieder, verklammen bei der Kälte und kommen hier nicht mehr zurück. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm, aber ich denke mal, das wird schon einigermaßen gehen. Vor 5 Jahren hatten wir ein ähnliches Erlebnis. Ich verlinke hier oben rechts zum Video Einschlagen eines Sikula-Schwarms in diesem Blätterstock. So, ich will jetzt nicht zu lange schnacken. Wir holen uns jetzt den Bienenschwarm und dann fangen wir an, den Bienenschwarm hier auf die Vorlage des Blätterstockes abzustoßen. Viel Spaß bei diesem Video. So, da haben wir den Bienenschwarm. Ja, leider sind beim hier transportieren die Traube auseinandergefallen. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Naja, schauen wir mal. Ich werde sie noch mal zur Beruhigung ein bisschen besprühen. Nicht doll, die sollen ja flugfähig bleiben. Aber dass die Bienen ein bisschen ruhiger werden. Okay. So, dann fangen wir mal an. Ja, es fliegen einige auf. Hoffentlich fliegen sie sich neu ein. Ja, und da wird auch gebaut. Nicht so. Ja, wird auch schon richtig gebaut hier. Schön. Das ist ein gutes Zeichen. Jo, Bienen sterzeln ein. Ja, sie fliegen sich neu ein. Alles gut. So. Sehr schön. Die Wabe kommt gleich weg. Hoffnung ist immer, die Königin nicht zu verletzen hier. Ja, sieht gut aus. Wir haben ja noch einen ganzen Schwung in der Schwarmfangkiste. Hoffentlich fallen keine Bienen daneben. Das ist wichtig. Die Wabe kommt auch weg. Irritiert nur. Ja, sehr schön.
So, wir haben natürlich noch viel mehr Bienen in der Kiste. Wenn ihr seht, ja, da ist noch genug drin. Okay, So. Hauptsache, es fallen hier keine Bienen runter. Ja. Ja. Sehr schön. Und es fängt wieder an zu regnen. Das ist ja blöd. Das ist richtig blöd. Ich halte hier ein bisschen die Schwarmfangkiste, weil hier fallen einige Bienen runter. Ja. Bei der anderen Seite geht's. Ja, alles gut. Es fängt an zu regnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sieht gut aus. Schwarmfangkiste mal drunter. Dann fallen sie nicht auf den nassen Boden. Ja, das sieht doch gut aus. Hauptsache, die fliegen sich hier neu ein, die Bienen. Das ist das Wichtigste. Ja. Wir schauen da hinten mal, ja, was ich befürchtet habe. Viele Bienen, die zurückfliegen. Da werde ich mal den Smoker anstellen, dass ich die Bienen da vertreibe. Jo, das nützt nichts. So, hier sieht das sehr gut aus. Sehr, sehr schön. Da fällt nichts mehr runter. Alles gut. So, meine Lieben, ich werde mal den Smoker anschmeißen. Tja, meine Lieben, das haben wir geschafft bei übelstem Wetter hier. Die meisten nicht. Knapp die Hälfte der Bienen, die hängen noch draußen, das ist völlig normal. Diese Bienen, die ziehen jetzt innerhalb der nächsten Stunde ganz gemächlich in die Beute ein hier. Die ersten Bienen, man sieht es, die fliegen sich tatsächlich neu ein. Die meisten Bienen von der Ecke, wo sie gestern noch waren, die habe ich mit dem Raucher erfolgreich vertreiben können. Und weil die Bienen so massiv sterzeln hier, ist natürlich hier auf dem Hof ein ganz massiver Sterzelduft. Und das riechen die Bienen auch auf die Entfernung von 7-8 Metern. Das ist dann kein Problem. Und wie wir sehen, tatsächlich, die ersten Bienen fliegen sich ein. Wir haben 11 Grad und Regen. Das ist tatsächlich so. Und die
verteidigen auch schon ihr neues Zuhause hier. Von daher sieht das alles sehr, sehr gut aus. Ja, das war der Schwarm vom Apfelbaum. Ihr könnt euch an das Video dran erinnern. Ich verlinke hier oben rechts nochmal zu dem Video. Die Bienen, die haben viel mitmachen müssen. Ein Schwarm hängt ja noch irgendwo. Und wo, kann ich nicht sagen. Der hat seine Spürbienen hier zur anderen Segeberger Beute. Ich hoffe, dass der auch noch zurückkommt. Das wäre ein Wunder. Aber was diesen betrifft, ich bin jetzt froh, endlich mal wieder die Blätterbeute, was heißt endlich mal wieder, die wurde ja aufgelöst jetzt im Frühling hier, den Blätterstock zu besiedeln mit einem Schwarm der dunklen Biene. Das war ja mein Vorhaben, mein Traum für 2021. Und das scheint zu gelingen. Wichtig ist, dieser Schwarm, der bekommt heute Abend schon Futter. Das ist unüblich. Normalerweise werden Schwärme 3 Tage lang nicht gefüttert, denn sie haben ja Vorräte für 3 Tage. Und wenn man einen Schwarm dazu dann noch füttert, dann kann es immer häufig, sehr häufig passieren, dass er dann wieder auszieht. Das wird bei diesem Schwarm wahrscheinlich nicht passieren. Erstens haben wir kein Flugwetter. Zweitens ist der Schwarm schon relativ ausgehungert. Er konnte gestern ein bisschen Rapsnektar tragen, das war es dann aber auch. Man hat es an der ausgebauten Wabe in der Kiste gesehen. Da war dann jetzt keine akute Futternot, aber das Wetter soll die nächsten Tage und Wochen so unwirtlich bleiben und da will ich die Bienen unterstützen. Heute am späten Nachmittag bekommt dieses Volk 4 Kilogramm Zucker in 2 Liter Wasser gelöst in den Honigraum mit dem Futtereimer. Ganz normal die klassische Bienenfütterung hier. Ja, ich wünsche dem Volk alles, alles Gute. Eine Königin F1, dunkle Biene aus dem Jahre 2020, also noch nicht mal ein Jahr alt. Übrigens, dunkle Biene, Abstammung Norwegen. Das wollte ich nur erwähnen, das ist in diesem Fall keine schwedische Abstammung, wie ich ja die meisten Völker habe hier, sondern tatsächlich eine norwegische Abstammung, sozusagen die direkte Nachfahrin unserer Urheidebiene, nicht durchgezüchtet und natürlich erhalten. Ja, eine Naturbiene, eine Urbiene, das erklärt dann auch, warum der frühe Schwarm hier fällt. Das ist dann Genetik natürlich. Ne? Ja, sehr schön. Ganz liebe Bienen, eine nach der anderen, die krabbeln jetzt langsam angelockt durch den Sterzelduft in den Blätterstock. Und ein paar Tage später, da schauen wir uns dann mal das Blätterstockfenster an. Ich habe ja alles neu gemacht, neue Rähmchen, neue Mittelwände, sogar eine neue Glasscheibe, dass man da relativ gut reingucken kann. Und ich will die Bienen jetzt auch nicht stören. Man sieht, die ersten ziehen ihre Kreisen vor dem Flugloch mit Kopfrichtung zum Flugloch hin. Und das ist ein Zeichen, dass sich die Bienen neu einfliegen, neu orientieren. Ja, sehr schön. Ganz fantastisch. Meine lieben Bienenfreunde, ich wünsche euch noch einen schönen Restherrentag, einen schönen Vatertag. Ich danke euch fürs Zuschauen und hat euch das Video gefallen, dann klickt gerne auf Daumen hoch, das würde mich sehr freuen. Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, nicht vergessen. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es hier wieder ein weiteres neues Video gibt, unter anderem zu diesem Blätterstockvolk hier. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ist da eine gute Königin drin, eine legende Königin aus 2020? Das geht jetzt richtig ab hier. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!